Eine leere Flasche von Yoko Tawada. Inhalt. In der Kurzgeschichte Eine leere Flasche, geschrieben von Yoko Tawada und veröffentlicht im Jahr 2002, geht es um die Schwierigkeit, als japanisches Kind die für sich passende Bezeichnung für das Wort Ich zu finden. Yoko Tawada wurde selbst in Japan geboren und lebte als Kind in der Hauptstadt Tokio, genau wie die ich-erzählende Person. Daher lässt sich vermuten, dass sie in der Kurzgeschichte ihre eigenen Erfahrungen sowie Probleme als japanisches Kind beschreibt. Im Japanischen, so erklärt Yoko Tawada, existieren geschlechterspezifische Versionen des Personalpronomens Ich. Die Notwendigkeit der Festlegung des eigenen Geschlechts bei der Benutzung der verschiedenen Personalpronomina besteht nur bei japanischen Kindern, da es bei Erwachsenen eine geschlechtsneutrale Form des Personalpronomen Ichs gibt, in Klammern Watashi. Jungen benutzen das Personalpronomen Boku, während Mädchen das Personalpronomen Atashi verwenden. Sie beschreibt vermutlich ihre eigenen Schwierigkeiten, sich bereits im Kindesalter für eine solche Festlegung der eigenen Identität zu entscheiden. Die ich-erzählende Person erzählt von einem Mädchen, welches sich jedoch für die Bezeichnung Boku entschieden hat, da sie bzw. er sich meist als Junge fühlt und nur sehr selten als Mädchen. Die ich-erzählende Person selbst fühlt sich auch manchmal als Junge und manchmal als Mädchen. An einem windigen Tag am Pazifik fühlte ich mich männlicher als sonst. An einem schwülen Augusttag hingegen war ich eindeutig ein Mädchen. Seite 58, Zeile 55, fortfolgende. Die Protagonistin spricht davon, dass es ein gefühltes Geschlecht gibt, so wie es im Wetterbericht auch die gefühlte Temperatur gibt. Die ich-erzählende Person verliert durch den Umzug nach Europa das Problem der Selbstbezeichnung aus den Augen, da das Wort Ich frei von der Aussage über die Person war. Genau diese Leerheit ist der Grund, warum Ich zu den Lieblingswörtern der erzählenden Person wird. Kommen wir nun zur Fragestellung. Aufgrund des durch die Erzählerin berichteten Konflikts lässt sich folgende Fragestellung formulieren. Inwiefern hat die Sprache Einfluss auf die Identitätsbildung eines Menschen? Für ein besseres Verständnis des Textes gliedern wir diesen im Folgenden in einzelne Sinnabschnitte. Der erste Sinnabschnitt geht von Zeile 1 bis Zeile 15 und handelt davon, dass die Erzählerin ihre Wohnsituation in ihrer Jugend beschreibt. Sie erzählt, dass es dort viele Mädchen in ihrem Alter gab, sich jedoch eines davon wie ein Junge als Boku bezeichnete. Des Weiteren nennt sie die einzelnen Wörter für das Personalpronomen Ich, welches je nach Geschlecht in den frühen Jahren der japanischen BürgerInnen variiert. Schon im ersten Abschnitt wird deutlich, dass es sich bei Yoko Tawadas Eine leere Flasche um eine Kurzgeschichte handelt. Die Autorin verzichtet auf einleitende Worte und sorgt somit für einen unmittelbaren Einstieg ins Geschehen. Die Besonderheit, sich in den jungen Jahren in Japan mit dem Personalpronomen des anderen Geschlechts zu bezeichnen, verdeutlicht Tawada mit einem Vergleich, weil es sich wie ein Junge als Boku bezeichnete, Vergleich Zeile 4. Während sich die meisten der Jugendlichen als brav und teils auch als stolz, Vergleich Zeile 11, mit den genderspezifischen Personalpronomen betiteln, wird dem Mädchen durch den Vergleich somit eine ganz besondere Rolle zugeschrieben. Der nächste Sinnabschnitt geht von Zeile 16 bis Zeile 39. Die Erzählerin spricht über ihre Probleme mit den Wörtern, die alle Ich bedeuten, da sie sich weder wie ein Mädchen noch wie ein Junge fühlte. Außerdem nennt sie das Gender neutrale Personalpronomen Watashi, welches von den Erwachsenen benutzt werden kann, und behauptet, ihr Leben hätte viel einfacher sein können, hätte sie eine andere Sprache, zum Beispiel Deutsch, gesprochen. Daraufhin erläutert sie, wie sie den Worten Boku und Atashi in ihrer eigenen Jugend ausweichen konnte. Nämlich durch das Wort Diesseits. Sie spricht über ihr Problem mit den geschlechtsspezifischen Personalpronomen und verdeutlicht den Unterschied zu den deutschen Wörtern Ich und Du. Die Erzählerin spricht also über ihre eigene Situation bzw. ihre Schwierigkeiten mit dem japanischen Personalpronomen. Sie verdeutlicht dies mit einem Vergleich. Weder wie ein Mädchen noch wie ein Junge fühlte.
VGL, Zeile 16, fortfolgende und verdeutlicht so ihre Unsicherheit in der Jugend, welche einzig und allein durch die Sprache ausgelöst wurde, da sie sich keinem der beiden Geschlechter unterordnen wollte. Sie berichtet, dass sie immer vermied, die japanischen Bezeichnungen zu verwenden, weshalb sie das Substantiv diesseits verwendete. Vergleich Zeile 24 fortfolgende. Ihre Situation beschreibt die Erzählerin als einen Fluss mit zwei Ufern. Auf der einen Seite befindet sich die Erzählerin, auf der gegenüberliegenden Seite die Gesprächsteilnehmerin. Vergleich Zeile 32 fortfolgend. Dieses Gefühl verdeutlicht sie durch den Vergleich wie ein Ufer, VGL Zeile 32, und den Worten, aber wenn man wollte, konnte man den Fluss überqueren. Vergleich Zeile 35. Mit welchen sie vermutlich die Umständlichkeiten, sich in einem Gespräch auf japanischer Sprache, besonders in der Jugend zu verständigen, darstellen möchte. Das Wasser ist tief und unruhig und wenn man wollte, könnte man den Fluss überqueren. Dieses Überqueren bzw. das Finden einer genderneutralen Verständigung ist mühsam und aufwendig. Im Vergleich dazu bleiben die deutschen Wörter abstrakt. Es muss kein Weg zum Überqueren gefunden werden, da dieser schon von Anfang an vorhanden ist. Die Personalpronomina ich und du sorgen in der deutschen Sprache für eine geschlechtsneutrale Verständigung und daher muss dieser Weg erst gar nicht durchquert werden. Im Abschnitt von Zeile 40 bis 58 beschreibt die ich-erzählende Person die direkte Konfrontation mit dem Mädchen, welches für sich das männliche Personalpronomen Boku verwendet. Es wird deutlich, dass das Mädchen mit ihrer Wahl des Personalpronomens respektiert wird. Sie ist kein typisches Mädchen, denn sie kann Grasflöten blasen, aus dem Fenster im ersten Stock springen und giftige Insekten und Schlangen aufheben. Als Grund, weshalb sie sich als Boku nennt, gibt sie an, dass sie sich einfach mehr als ein Boku fühlt, als ein Mädchen, obwohl dies teilweise auch vorkommt. Dieses gefühlte Geschlecht wird mit der Temperatur im Wetterbericht verglichen. Dieser Abschnitt verdeutlicht die Bedeutung der Benutzung eines bestimmten Personalpronomens. Die Wahl eines jenen Pronomens wird nicht nur von dem gefühlten Geschlecht bestimmt, sondern auch von Rollen, welche bestimmten Geschlechtern zugeordnet werden. Das Mädchen weist ein für Jungen typisches Verhalten auf. Sie ist sportlich und mutig und spielt sogar Klavier, was wohl der Grund ist, weshalb ihre Identität respektiert wird. Gegen Ende des Abschnitts sagt die ich-erzählende Person noch ironisch, dass sie sich an einem windigen Tag am Pazifik männlich fühle, während sie sich an einem schwülen Augusttag eher weiblich fühlt. Im Abschnitt von Zeile 58 bis 78 werden weitere stereotypische Verhaltensmuster genannt. Eis mit Obst zu essen ist den Frauen und Mädchen vorbehalten. Ein Mann oder ein Junge kann dies nicht tun, ohne dabei seine Männlichkeit angezweifelt zu werden. Die erzählende Person fragt das Mädchen, ob es denn nicht auch gerne Eis mit Obst esse. Auf ihre zustimmende Antwort reagiert die Erzählerin mit dem Satz, dann bist du doch ein Mädchen. Auch trug das Mädchen für einen Jungen typische Kleider. Ihre Bleistifte waren mit männlichen Comicfiguren verziert, ihr Regenschirm war blau mit einem Roboter, in diesem Fall ein maskulines Symbol. Auch benutzt sie weder Stäbchen für Jungen noch für Mädchen, sondern Stäbchen, auf denen eine geschlechtsneutrale Figur abgebildet ist. Das Mädchen fühlt sich also eher wie ein Junge, legt sich aber nicht endgültig fest. Sie weist sowohl stereotypisch weibliche als auch stereotypische männliche Verhaltensmuster auf. Sie unterstreicht ihre Identität unter anderem mit der Wahl ihrer Klamotten. Wie es auch in Deutschland üblich ist, werden bestimmte Farben bestimmten Geschlechtern zugeordnet. Rot und Rosa beispielsweise werden als Farben für Mädchen vermarktet, Blau als Farbe für Jungen. Das Mädchen aus der Geschichte befindet sich, was das betrifft, zwischen den Geschlechtern, denn sie besitzt sowohl blaue als auch rote Kleidungsstücke. In dem Abschnitt von Zeile 79 bis 92 beschreibt die ich-erzählende Person ein Gespräch mit einem Freund zur Studiumszeit. Dieser erklärt, dass er sich in einen Mann, welcher sich als Ore bezeichnet, ohne homosexuell zu sein, verlieben könnte, da er selbst für sich diese Bezeichnung Boku verwendet. Die Ore-Männer hatten andere Eigenschaften und einen anderen Platz in der Gesellschaft,
als die Boku-Männer, was anziehend auf den Freund der ich erzählenden Person wirkt. Am Anfang der Geschichte wird beschrieben, wie sich manche besonders freche und stolze Jungen in der Schule als Ohre bezeichnen. Vergleich Zeile 11. Hieraus geht hervor, dass die Bezeichnung Ohre generell eher positiv konnotiert ist und Männer, die sich Ohre nennen, höher angesehen sind, da nur einige stolze Jungen diese Bezeichnung verwenden. Durch die sprachliche Aufteilung von den männlichen Personen in Boku und Ohre werden diese beiden Gruppen voneinander abgegrenzt gesehen. Die ich erzählende Person geht sogar so weit, unterschiedliche Geschlechter zu sehen. Und der Freund ist der Meinung, sich in Ohre-Männer verlieben zu können, ohne homosexuell zu sein. Dies zeigt, wie viel Einfluss die Sprache auf die Identität des Freundes hat, da dieser sich nur aufgrund der sprachlichen Trennung der Männer in Boku und Ohre nicht als homosexuell ansieht. In dem Abschnitt von Zeile 93 bis 108 beschreibt die ich erzählende Person, wie sie das Mädchen, welches sich Boku nannte, aus den Augen verlor. Gleichermaßen verlor sie auch das Problem der Selbstbezeichnung durch den Umzug nach Europa aus den Augen. Dort gibt es das Wort Ich und über dieses sagt sie, ein Ich muss kein bestimmtes Geschlecht haben, kein Alter, kein Status, keine Geschichte, keine Haltung und keinen Charakter. Jeder kann sich einfach Ich nennen. Siehe Zeile 97 bis 100. Hier wird die Begeisterung der ich-erzählenden Person gegenüber dem Wort Ich und gleichzeitig die Erleichterung, sich nicht mehr für eine geschlechterspezifische Selbstbezeichnung entscheiden zu müssen, deutlich. Das Wort Ich wurde so auch zu dem Lieblingswort der ich-erzählenden Person. Die Leerheit des Wort Ichs ist das, was die ich-erzählende Person an diesem Wort so mag. Denn dies bedeutet, dass man sich nicht entscheiden muss, welchem Geschlecht man angehört, sobald man spricht. In diesem Abschnitt wird deutlich, wie viel Einfluss bzw. auch Druck die Sprache auf die Identitätssuche eines Menschen ausüben kann, da die ich-erzählende Person regelrechte Erleichterung spürt, als sie sich aufgrund des Sprachwechsels beim Sprechen nicht mehr auf ihr Geschlecht festlegen muss. In dem Abschnitt von Zeile 109 bis 117 beschreibt die ich-erzählende Person, wie sie die Schreibweise des Wort Ich gefällt. Das I sieht aus wie der Ansatz eines Pinselstrichs, welcher die Eröffnung einer Rede ankündigt. Das japanische Wort für Flasche klingt genau gleich wie das deutsche Wort Bin. Hierzu sagt die ich-erzählende Person in Zeile 114 fortfolgende: Wenn ich mit den beiden Wörtern Ich bin eine Geschichte zu erzählen beginne, eröffnet sich ein Raum. Das ist der Pinselansatz und die Flasche ist leer. Hier wird nochmals deutlich, dass es sich bei dem, der oder die Protagonistin um Yoko Tawada selbst handelt, da sie Schriftstellerin ist. Dass die Flasche leer ist, bedeutet wahrscheinlich, dass die Einleitung Ich bin zunächst völlig frei von irgendwelchen Beschreibungen über den, der oder die Sprecherin ist. Irgendwelche Aussagen zur Identität folgen erst in diesen Wörtern. Abschließend kommen wir zur Beantwortung der Leitfrage. Inwiefern hat die Sprache Einfluss auf die Identitätsbildung eines Menschen? Bezogen auf die Kurzgeschichte von Yoko Tawada. Die Sprache hat insofern Einfluss auf die Identitätsbildung, als dass durch sie Rollen in der Gesellschaft und eigene Kultur verankert werden. Als Beispiel lässt sich hier der Freund der ich-erzählenden Person anführen, welcher sich nicht als homo- bzw. bisexuell ansieht, da es im Japanischen eine sprachliche Trennung von männlichen Personen in Boku und Ohre gibt. In Sprachen ohne diese Trennung, wie beispielsweise im Deutschen, würde sich dieser Freund hingegen wahrscheinlich als homo- bzw. bisexuell fühlen. Alleine aus dem Grund, dass es keine sprachliche Trennung von Männern in Ohre und Boku gibt. Auch, dass die ich-erzählende Person sagt, dass es als japanischer Erwachsener durch die verschiedenen Personalpronomen vier verschiedene Geschlechter gibt, zeugt davon, dass die Sprache Einfluss auf die Identitätsbildung hat, da Japaner sich so mit den Geschlechtern identifizieren können, die es in anderen Sprachen nicht einmal mehr gibt. Der Kontakt zu anderen Sprachen, welcher in der Kurzgeschichte durch den Umzug der ich-erzählenden Personen bewirkt wird, kann so zur Loslösung von solchen sprachlichen bzw. kulturellen Einschränkungen führen.
was durch die Begeisterung zu dem Wort Ich zum Ausdruck kommt. Mehrsprachigkeit kann dem Menschen somit dienen, um über die eigenen kulturellen Einschränkungen herauszuwachsen. Das war das Erklärvideo von Mika, Nils und Mats. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas von unserer Kurzgeschichte Eine leere Flasche von Yoko Tawada mitnehmen.